Wieder euer Lance mit einem weiteren Daily Quest aus Assassin's Creed Origins. Wie ich ja inzwischen festgestellt habe, sind es wirklich immer dieselben Aufgaben, die uns gestellt werden in der Daily Quest. Also ich meine, jeder bekommt dann entweder ein Banditenlager oder er muss Rohstoffe besorgen. Also das ist, glaube ich, für uns alle gleich. Letopolis ist ein wahr gewordener Traum. Eine neue Heimat, errichtet durch eure eigenen Hände. Wo ist er denn? Der Weg ist weiß Gott nicht ohne Gefahren. Aber dafür erwartet euch dort eine ruhmreiche Zukunft. Ah, Magi, du kommst gerade recht. Ich habe genau das Richtige für dich, aber ich brauche ein paar Dinge, um es zu reparieren. Also heute mal wieder eine Materialbeschaffung. Ein Ort der Hoffnung. Das ein geht ja ziemlich schnell. In finsteren Wüstennächten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber einfach mit eurer Figuren aufsteigen, herumschauen, ob irgendwo ein Transport dementsprechend unterwegs ist, wie zum Beispiel hier. Wir müssen also diesmal einen sozusagen Piratenüberfall machen. Der alte Stumme ist hier wieder rumgeschlichen. Wow. Diese Quest könnten wir uns dann demnächst holen. Ach, holen wir uns demnächst. Wow. Ja, Außenbordmotor starten. Ziel auf das Heck. Aber ich denke, jeder von euch hat seine eigene Methode. Ansonsten kann er sie gern kopieren. Ich habe da kein Patent angemeldet. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Was wollen wir heute machen? Ich denke, heute kämpfen wir mal richtig. Ja, nicht. Sowas. Entschuldigung. Aus Versehen die B-Taste losgelassen. Oder wir machen mal Pfeile. Oh ne, nicht das. Hey! So, das war's schon. Das langt auch schon. Und wir haben unsere Pfeile auch wieder. Na, also immer drüber laufen, dann kriegen wir auch unsere Pfeile wieder. Da ist unser Taxi. Ich bringe ihn später zurück. So, wo war denn dieser Totenkopf? Hatten wir doch hier auf dem Wasser einen Totenkopf. Holen wir uns den schnell nach. Wo ist die Leiche? Hm? Ach, da drüben erst. So. Wo bin ich hineingeraten? Wir springen wieder hoch.
So, wo haben wir... Aha. Ihr müsst immer aufpassen, dass ihr die Leute natürlich so tötet, dass ihr sie dann den sozusagen Schuldigen noch bestätigen müsst. Also ihr könnt nicht nur einfach drauf lostöten bei einem entsprechenden Auftrag. So, das ist nah genug. So. Eh, loslassen. Ja, ein bisschen umständlich. Ups. Ja. Dann kehren wir zu wo auch immer er jetzt gerade sich befindet zurück. Ach ja, wir müssen natürlich wieder unsere Materialbeschaffung nochmal aktivieren. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, die von euch, die PC nutzen, ob bei euch der Hacker-Glitch klappt am PC. Weil ich denke, dass es geht nur, wenn man... Ein erfüllter Auftrag verlangt nach einer Belohnung, nicht wahr? Wow, die schaut ja heiß aus. Wenn man auf der PlayStation oder der Xbox eben arbeitet, weil die eine andere Online-Verwaltung haben. Okay, soweit zu dem heutigen Daily Quest. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.